Hallo, das ist von YouTube hier. Ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von YouTube und erstmal ein riesiges Thank you an Maya, bei dem ich mich letztens präsentieren durfte, denn ohne ihn hätten die meisten von euch wahrscheinlich den Weg gar nicht zu mir gefunden. Und damit kommen wir auch gleich zu euch, denn euch gilt natürlich auch ein riesiges, fettes Dankeschön, denn ihr seid ja die, die mich abonniert, meine Videos bewertet haben, und das war echt krass, die ganze Resonanz, das hat mich so happy gemacht. Und auch unter meinem letzten Video waren leicht viele Kommentare für meine Verhältnisse, dass die Serie richtig nice ist und dass ihr mich feiert und so. Das hat mich also noch happier gemacht, ihr glaubt das gar nicht. Und ja, das war's auch mit einem Dankeschön, denn ihr wolltet ja unbedingt diese Serie haben, genau deswegen kommt die Serie heute nicht. Aber ich denke mal, ich werde mich morgen dran setzen, dann kommt die morgen Abend oder übermorgen, aber ich will nichts versprechen. Im Hintergrund seht ihr by the way irgendein Gameplay von mir auf Fringe, das ist schon mal auf meinem Kanal gewesen, aber da hatte ich irgendwie 25 Abonnenten oder so. Jetzt sind es ja motherfucking 257, Mann. Sag mal, ich glaube, sag dich, Mann. Ich muss mich kurz beruhigen, Leute. Und ja, wie gesagt, das ist im Hintergrund ein Gameplay auf Fringe von mir. Spielt mit der M8 in Diamant, glaube ich noch. Damals hatte ich keinen Dark Matter. Und zwar mit den Aufsätzen Großkaliber, Schnellfeuer und ich glaube schnell ziehen oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall richtig krasse Aufsätze. Damit droppt die so schnell, ihr müsst die Gegner nur angucken und die sterben schon freiwillig. Und ja, auf Herrschaft, in Herrschaft, er spielt natürlich. Und zwar eine 80 oder 80 zu 1, glaube ich, ob eine Nuklear dabei ist. Bin ich mir aktuell nicht so sicher, weil das Gameplay ist echt alt. Aber ich glaube, das ist ganz gut anzusehen, einfach nur für den Hintergrund und so das Aim. Passt, das Movement passt und ich sterbe ja auch nur einmal, deswegen alles easy. Dieses Video ist nur ein kleines Freestyle-Commentary, wie man das heutzutage nennt, sprich ich mache es einfach One-Take, denn ich möchte unbedingt einfach nur nochmal Danke sagen und euch einfach informieren, dass ich erstens Twitter habe da unten, ich habe jetzt eine relativ größere Reichweite, in Anführungszeichen größere Reichweite, sprich im Vergleich zu den 30 Abonnenten davor habe ich jetzt ja 257, Leute, das ist so krass. Es ist so krass! Und ja, folgt mir auf Twitter, denn da poste ich mal, wann die nächsten Videos kommen, wenn ihr euch so denkt, der Typ, ich will unbedingt Videos sehen, aber macht keine, dann guckt einfach mal da unten vorbei, dann manchmal mache ich so 2 Tage Pause oder so, dann schreibe ich es da bestimmt rein und können wir ein bisschen talken, wenn ihr Bock habt. Ja, Twitch ist auch unten in der Beschreibung, das reicht jetzt auch mit der Werbung. So, Themen habe ich mir so absolut gar nicht überlegt. Ich muss nur sagen, echt, also das ist einfach so krass, also so ein fettes Dankeschön und so, und ich finde echt, dass ihr das, also ihr habt mich so krass motiviert, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe auch gerade noch ein bisschen Prüfungsstress in der Schule, denn die Ferien sind zu Ende. Die Klausuren beginnen jetzt, deswegen Entschuldigung dafür und ich denke mal, das Live-Commentary von Advanced Warfare kommt morgen. Ich habe absolut keine Lust, weil ich die DNA-Bombe nicht reißen werde, aber ich denke mal, mit euch schaffe ich das. War das nicht süß? Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal. Ich wollte nur ein kurzes Infovideo raushauen, sozusagen ein kleines Statement, ein kleines Dankeschön. Nee, ein großes Dankeschön. Freestyle, One Take. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace out.